unter seiner wichtigen Hürde fast müde werden will. Wenn sich die Schultern biegen, worauf des Reiches viele Sorgen liegen, so bietet Herkules ihm Hand und Achsel an. Er trägt an seiner Statt die prächtige Bürde und hilft das Ruder lenken, dass jener sich dabei erholen kann. Wenn nun also, ihr Edlen, ihr Getreuen, bei meiner schweren Last der matte Geist auch muss auf einen Stützen denken, hab ich den Schluss gefasst und darf mich hoffentlich nicht scheuen, den Fürsten Boris vorzuschlagen, Statthalter in Muskowien zu sein. Die Stimme untertän ich ein, die Wahl muss jeder Mann erfahren. Die Wahl ist unverdient. Das Zeichen deiner Ehren, der wir dich jetzt gewähren. Wer hier zu deinen Füßen liegt, wird niemals genug das Glück zu preisen wissen, wie deine Majestät in unverdienter Huld sich die freigebigen Hände lässet küssen. Und was sonst gegen euch, ihr Fürsten, eine Schuld soll nimmermehr aus meinem Herzen kommen. Durch deinen Beistand sind wir aller Sorg entnommen. Steine, die Krone zieren, decken innerlichen Brand. Oh!
zurück. Fliegt man als denn zu seufzen? Ach, verzeih, wo immer. Verzeih! Was? So spring! Ich stell mich. Das Wasser steigt in die Augen. Fedro, ach, dürfte ich ein wenig weiter hoch? Ich dürfte dein Geheimnis dir erraten. Sonderbar preisig zeigt vor deinem Bemühen. Mein Kanzler.
ganzes Herz ist dein, an Fünklein Zweifels ist... Genug, mein liebster Prinz. Mein glücklichst Absehen ist euch wohl bekannt. Doch ist vor allem mit dein zu sehen, dass nur die Scheidung erst wird abgewandt, ob welchem zwischen ihr und Theodore Irina will in Furchten stehen. Ich nehm auf mich, den Patriarchen Schöner hinzubringen, dass dann Zaren, wie es am Eis vor sich, abschrecke von den Neffen dienen. Fällt denn der Wort von den ersten Strahlen, so ist noch nichts verloren. Wird vielleicht bald von den Tanten weichen. Ich lasse meines Teils auch nichts erwinnen, was hier zu dienen kann. Indessen Fidro forscht nach, wo mein Gemahl sich Hitz und Mag befinden, ob in seinem Schlafgemach Freuden an. Was etwa ich vermöchte beizutragen, dazu erbietet sich mein unverfälschter Treu. Wenn sich der Prinz bequemen wollte, Josena auszufragen, so wüsste jeder, was sich zu ihm versehen sollte. Gar gerne. Ivan, lasst den Vorschlag wohl gelingen, doch lasst vor allen Dingen uns keine Zeit verlieren. Wann saget, dass den Zar, seitdem aus dem Rate kommen, ein heftig Seitenstechen übernommen und wird die Ärzte zu ihm führen? Ich wunderbar Streich, wie einen Weg, ich folge gleich. Mein Dank ist der Patriarchen. Erweckt mich denn mein eigenes Schnarchen? Was machst du, Porta? Ey, frag doch, was ich mache. Schlief ich wunderschön. Nun seht ihr, dass ich wache. Was aber macht mein Herr? Der Zar ist krank, dein Herr ist zu ihm gegangen. Ich wollte, dass sich gehangen und weiß den Zaren keinen Dank, dass für uns ein Krank will werden und mir die Ruhe raubt, den besten Platz der Erde. Seht, seht sich die Leute plagen, dass sie wollen Kronen tragen. Seht sich die Leute plagen, dass sie wollen Kronen tragen. Da wird keine Schlafs gedacht, bis das Ding recht ausgemacht. Und dessen muss Liebe immer dann in Unruhe schweben. Da wird keine Schlafs gedacht, bis das Ding recht ausgemacht. Und dessen muss Leben immer dann in Unruhe schweben. Nein, es soll mir nicht gefallen, Ruhm und Schlaf liegt mir vor allem. Nein, es soll mir nicht gefallen, Ruhm und Schlaf liegt mir vor allem, wo ein süßer Traum vergnügt, wo man ohne Sorgen liegt. Wo mit Kranz und Kranne laben, die man kann im Bette haben.
ein süßer Traum vergnügt, wo man ohne Sorgen liegt, wo nicht Rot und Krone lag, die man kann im Bette haben. Auch viel Belohn, aber
einzurichten. Der Prinz wird mich Gott dadurch verpflichten. Akfiria, du Falsche! Solchen Vorwitz geben. Halt! Nicht die Gefahr, daran mein Prinz sich wagt. Ein Augenblick, ein Augenblick Abwesenheit ist die mein Herz beglaubt. Ich finde, der Prahler hat sich irgendwo verstärkt.
alles glücklich ausgeschlagen. Die Ehrensonne wird uns ferner tagen. Es hat noch viel zu sagen. Und was? Nichts, mein Herr. Und warum redst du denn? Es kam von ungefähr. Das darf nicht geschehen, bis man dich fragt. So. Das Zahnenkrankheit nimmt was überhand. Die Ärzte stimmen sämtlich ein, dass seines Lebens Ziel nicht wahr kann sein. Wohlan, so lasst uns sorgen vor das Vaterland. In diesem Augenblick beruht des Reiches Fall und Krieg. Das schwerste Stück.
stella dein ciel la sfera, vuol che muove, non che pera. Chia stella dein ciel la sfera, vuol che muove, non che pera, non pera, non pera, quel che dal nome al suo Natal, che dal nome al suo Natal non pera, non pera, quel che dal nome al suo Natal, quel che dal nome al suo Natal. Diesem Schwanengesang, ihr Edlen, ihr Getreuen, wird Kron und Zepter mich gar wenig mehr erfreuen. Und ach, die Mattigkeit soll uns bei diesem jammervollen Stand ein Getrost erquicken, so wolle eure Majestät uns noch so hoch beglücken und aus derselben heiligen Hand das Zepter dir geben, den sie vor anderen würdig achten, dass man nach ihrem Tod ihn auf dem Thron soll heben. Nehme ich Ivan an,
Versammlung, die sogleich geschicht, wird jeder Mann mit mehreren Seelen, wohin die meisten Stimmen gehen. Will dieser Fall mich trösten oder kränken? Weil es Irina freilich schmerzt, darf ich noch wohl so bald an keinen Trost gedenken. Yeah.